Hallo, guten Tag. Mein Name ist Justus Breinlinger. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ist mit dem Ablauf des 24. November 2021 aufgehoben. Auch nach dem Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite sind die Corona-Infektionszahlen in Deutschland derzeit so, dass weiterhin Maßnahmen beim betrieblichen Infektionsschutz unbedingt erforderlich sind. Die Message des Videos ist, die maßgebenden Auflagen und Regeln beim Betrieb von Baustellen ab dem 25. November 2021 unter dem Einfluss des Coronavirus zu benennen und die zugehörigen Zusammenhänge allgemeinverständlich zu erläutern. Das heißt, Vermitteln des aktuellen erforderlichen Basiswissen für die Beschäftigten bezüglich dem Umgang mit dem Coronavirus auf Baustellen. Nach der Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25.11.2021 in Deutschland ergibt sich die Situation betreffend einer SARS-CoV-2-Infektion bzw. Covid-19-Erkrankung wie folgt. Die Infektionszahlen in Deutschland sind im November, Dezember 2021 wieder spürbar angestiegen, vor allem aufgrund der stark ansteckenden Delta-Variante. Im Herbst und Winter kommen saisonale Einflüsse dazu, vermehrt Aufenthalt in Innenräumen. Die Impfquote der Bevölkerung bzw. der Erwerbsbevölkerung ist weiterhin nicht ausreichend. Eine ausreichende Durchimpfung innerhalb der Gesellschaft und somit auch der Erwerbsbevölkerung ist unverzüglich sicherzustellen. Für die Zeit bis zu einer ausreichenden Durchimpfung innerhalb der Erwerbsbevölkerung und um Ausbrüchen in Unternehmen vorzubeugen, gelten die bisherigen grundlegenden Regeln zum betrieblichen Infektionsschutz bis einschließlich 19. März 2022 unverändert fort. Der Unternehmer hat seinen Beschäftigten auf der Baustelle mindestens zweimal pro Kalenderwoche ein Antigen-Schnell- oder Selbsttest anzubieten. Gefährdung Beschäftigte auf der Baustelle durch das Coronavirus ist in der gewerkspezifischen Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Jeder Unternehmer hat für seine Mitarbeiter die räumlichen und hygienischen Anforderungen auf der jeweiligen Baustelle zu ermitteln und in einem Baustellenhygienekonzept zu dokumentieren. Maskenpflicht bleibt überall dort bestehen, wo technische oder organisatorische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten. Betriebsbedingte Personenkontakte sind nach wie vor einzuschränken. Baustellen, auf denen mehrere Gewerke gleichzeitig arbeiten, die Arbeiten zwischen den Gewerken zeitlich und räumlich womöglich trennen. Arbeitgeber müssen weiterhin Beiträge zur Erhöhung der Impfbereitschaft leisten, indem sie die Beschäftigten über die Risiken einer Covid-19-Erkrankung und bestehende Möglichkeiten einer Impfung informieren. Neu hinzugekommen sind Regelungen des betrieblichen Infektionsschutzes in § 28b des Infektionsschutzgesetzes, die befristet bis einschließlich 19. März 2022 gelten. Diese umfassen betriebliche 3G-Regelung. Arbeitgeber und Beschäftigte müssen bei Betreten der Arbeitsstätte bzw. Baustelle ein Impf- bzw. Genesennachweis oder eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Corona-Test mitführen. Die Arbeitgeber müssen kontrollieren, ob die Beschäftigten dieser Verpflichtung nachkommen und diese Kontrollen dokumentieren. Homeoffice-Pflicht. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten, wenn möglich, anzubieten, die Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen.
Die Feststellung, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes ist mit Ablauf des 24. November 2021 aufgehoben. Somit tritt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung mit Ablauf des 24. November 2021 außer Kraft. Neu § 28b des Infektionsschutzgesetzes. Bundesweite einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019. Verordnungsermächtigung befristet bis einschließlich 19. März 2022. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde auf der Grundlage des § 28b des Infektionsschutzgesetzes über den 24. November 2021 bis zum Ablauf des 19. März 2022 verlängert. Neu seit 25. November 2021 betriebliche 3G-Regelung. Arbeitgeber müssen Beschäftigte kontrollieren, ob sie der betrieblichen 3G-Regelung nachkommen und die Kontrollen dokumentieren, sowie Homeoffice. Nur zusammen als Einheit mit vereinten Kräften und einer Kommunikation auf Augenhöhe verfügen wir über die Stärke, die Corona-Pandemie gemeinsam zu bewältigen, damit wir weiterhin in der Lage sind, der Zukunft eine Heimat zu geben. Für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen zum Wohl unserer Gemeinschaft herzlichen Dank.